schwarze Jacke ein. Nimm dein kleines Schwesterlein. Wir gehen einfach nur spazieren. Keiner will hier demonstrieren. Yeah. Das Beat bleibt aus dem Gefahrengebiet. Yeah. Ich wohne nicht im Gefahrengebiet. Der Protest wird zum Widerstand. Alternativ, überall Blaulicht und Mannschaftswagen. Allen geht es an den Kragen. Alle sind jetzt tatverdächtig, jeder wird zum Angeklagten. Die perverse Strategie, wir werden aggressiv. Beim Blick auf Wasserwerfer, Artillerie. Blue Jeans und Schwarztragen, Lukas und Gasmasken. Blut auf Asphaltstraßen, Wut auf die Bastarde. Komm, lass spazieren gehen am Sonntag. Ein Bier nehmen zum Kontern und wir werden sehen. Passieren wird es spontan und dann ist es leider schon soweit. Dein Freund und Helfer in Form der Bereitschaft, Polizei. Ruhig bleiben, Haltung bewahren. Ne kleine Diskussion? Nee, das macht eh keinen Sinn mit deutschem Polizistentum. Nach der Beendigung der Aufnahme von Personalien erweitern wir die Radien, der ganz normale Wahnsinn. Pack die schwarze Jacke ein. Nimm dein kleines Schwesterlein. Wir gehen einfach nur spazieren. Keiner will hier demonstrieren. Pack die schwarze Jacke ein. Nimm dein kleines Schwesterlein. Wir gehen einfach nur spazieren. Keiner will hier demonstrieren. Und sie wollen, dass wir Backsteine werfen, als wenn wir fast nicht mehr merken, dass wir zu Flachpfeifen werden. Wir beherrschen die Straßen, aber wir werden verarscht. Und in den Medien heißt es nur noch, man gefährde den Staat. Und das nennt man dann Deeskalation. In Polizeiberichten Lügen für den Rest der Nation. Und es ist uns völlig klar, wer von euch sowas will. Der Senat regiert wie damals unter Roland Schill. Es ging um rote Flora, Essehäuser, Flüchtlinge aus Lampedusa, deutsche Polizeigewalt. Und alle haben jetzt Wanderschuhe an. Wo soll das enden? Ha? Soll das die Lösung sein? Es wird nur militanter, keine kleinen Pöbeleien. Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Provokation. Für die Bullen, Gewerkschaft nur eine Promo-Aktion. Yeah. Ich wohne im Gefahrengebiet, seht her. Wir sind immer noch zu wenig, aber wir sind mehr. Pack die schwarze Jacke ein. Nimm dein kleines Schwesterlein. Wir gehen einfach nur spazieren. Keiner will hier demonstrieren. Pack die schwarze Jacke ein. Nimm dein kleines Schwesterlein. Wir gehen einfach nur spazieren. Keiner will hier demonstrieren. Pack die schwarze Jacke ein, nimm dein kleines Schwesterlein und wir gehen durch das Gefahrengebiet. Sehr geehrte Damen und Herren, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Polizei Hamburg aufgrund von konkreten Lageerkenntnissen auf unbestimmte Zeit nicht mehr in der Lage sein wird, sich an das Grundgesetz zu halten. Den Grund dafür haben Sie vielleicht bereits aus den Medien entnommen und diese Medienberichte, die muss ich leider bestätigen, Altona, St. Pauli und die Sternschanze sind ein Gefahrengebiet. Sie verstehen? Gefahr! Da ist es gefährlich! Ich habe diese Lage bereits mit dem ersten Bürgermeister Olaf Scholz erörtert und der erste Bürgermeister Olaf Scholz stimmt mir dahingehend zu. Aufgrund der konkreten Lageerkenntnisse helfen nur noch Luftboden, Bodenluft und Bodenbodenraketen. Ich bitte Sie, die Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen.